Norm zusammen. Auf der Axale schreiben die Filterstücke schon eben weiter von den blutigen Kreise und so in der Blasenpartei. Die Prinzengala hat mir das Deutsch erlaubt, etwas Historisches schreiben. Und soll etwas sein, etwas Sonnettisch und friedlich soll es sein. Und ich soll ein bisschen Muster machen, gemocht, geduldschlagen, so, ne? Wieso? Haben Sie es auch, die Herren von Prinzengala. Aber die haben die Jungen schwänzen, die Galisten. Dann willst du doch schreiben. Ich hatte gelacht, was könnten wir schreiben, ohne ein Wie zu tun. Schreibe ich etwas von früher, also etwas von oben, von Niedermännchen. Sagen wir mal, vom neuen Spöchelchen oder so. Das geht nicht, das läuft direkt Blut. Das ist so hohe Männchen im Blut, aber das läuft. Dann habe ich von meinem Programm 10 genau geguckt. Da steht geschrieben, aus Straßen, aus München, aus Städtchen. Und dann bei mir klingelt, Städtchen, das ist es. Wisst ihr, warum wieder kommt, dass jeder Mensch Stadtbuchen ist und wer das ausgeheckt hat? Ich erzähle euch jetzt erst ein Stückchen, wer das gekommen ist. Und so, wie ich das immer mache, machen wir eine lebendige Lesung draus. Ist das in Ordnung? Ja. Alles klar. Dann, so heißt es nicht, der Blatt. Dann fangen wir es an. Mit bereit werden. Das war eigentlich alles so wie immer, so nach morgen. Deutscher Alfred hat noch also die große Löschblatt geputzt und auf die Leute vom Stammtisch gehört. Immer noch im Ruheamt hat sich die Honorationen für Männlich auf die bessere Leute, wenn Deutscher Alfred eine Wollstraße getroffen. Ohne Kneipe. Da saß dann die meine Vollung. Aber oben im Stöfchen. Da saß die bessere Herr. Und bei der gekommen wurde und geschwätzt wurde, der die jungen, die kleinen Leute der Wirtschaft sowieso nichts an. 11 Uhr durch. Jetzt können sie langsam kommen. Kaum ist er. Die Uhr haben das bestimmt drin. Ja, kaum ist er. Kann man drüber rechnen, Käppchen auf. Moin, Gustav. Guten Morgen, Alfred. Wie geht's? Ja, das so. Wo bleiben denn die anderen? Die werden auch gleich kommen. Man steht nur vor der Kirchentür und tratscht. Aber sie warten noch auf Matthias. Gustav Oberrecht war einer von den einflussreichsten Leuten drauf. Oben in der Art Schulteisbrauerei, da hat er noch eine griechische deutsche Fabrik in Gericht. In Köln, da hat sie seine Fabrik ausgebombt. Und jetzt? Hi. Und dann trefft er mit ihm nicht. Und dann die Jungen die Tür auf, sie kommen mal alle auf einmal weg. Hüscht die Matthias Mutsch. Hast du? Dann kam der Müllisch Johann, der Gonzimmerei und Sägewerksbesitzer. Und dann noch der Lodisch Herrmann, der war der Dorfbürgermeister. Moin. Und der Olaf Weinfrau in der Kamerin. Moin. Der hat in der Art Schafsbrauerei einen Holzmöbel verbringen gehabt. Luise, bring uns erst den Wärmer auf. Ich habe meinen Schlüsselbund gestern in der Schule vergessen, den habe ich da irgendwo hingeworfen. Hochwürde, Hochwürde. Da bin ich noch einer. Da ist die Beule. Da ist die Beule. Ja, ich nicht, aber irgendeiner hat eine Beule. Ja, das ist noch mein Schlüsselbund. Wo bleibt denn uns die Scheutsche, der Dr. Freisner? Oh. Ah, wer war noch voll geschwätzt? Guten Morgen, Herr. Was habe ich mit dem Teufel zu tun? Oh. Nix, Herrmann, nix. Wir haben das nur, wenn du im Frochbutton bleibst. Ich habe mir erlaubt, einen Gast mitzubringen. Wie, ein Gast? Das ist doch ein Obermännchen. Aber schließlich bin ich auch Amtsbürgermeister von Obermännlich.
Mir soll es egal sein, kindisch, diese rivalitätsfreie Nachbardörfer. Aber bevor wir uns in kleinischen Gezänk zerreden, möchte ich ein wichtiges Thema anschneiden, meine Herren. Oh, was macht es? Was ist passiert? Noch ist nichts passiert, aber es sollte etwas passieren. Ich denke, Niederwendig ist mittlerweile groß genug und sollte sich bemühen, die Stadtrechte zu erwerben. Oh, Stadtrechte für Ostdorf. Jawohl, Herr Mann, für unser Dorf. Ich habe mir bereits Unterstützung zugesichert, sofern die Herren ein Anliegen mittragen. Abt Basilius Ebel aus Maria Lach und einige einflussreiche Herren in Trier würden uns jederzeit bei unseren Bemühungen behilfreich sein. Dorf bleibt Dorf. Wenn man eher so kellekt, dann wird auch lang keine weiße Hengst raus. Was schwätzt du dann? Für Obermännisch trifft das bestimmt zu. Aber mir, hey unten, wir entwickeln uns ganz gewaltig. Dann muss auch ein Obermännisch zugehen. Da muss ich Jörn recht geben. Betrachtet man die Bahnstraße und die Poststraße, das hat schon etwas von städtischem Flair. Ja. Wir haben alles, was die Stadt braucht. Wir haben ein Krankenhaus und wir haben ein Bahnhof. Und wir haben wirtschaftskräftige Produktionsbetriebe. Ja. Und wir haben so eine Badeanstalt. Was? Badeanstalt? Das ist mir ein Krutteweihe bei dem Brettezaun drüber. Ich muss doch sehr bitten, was hier an Argumenten vorgetragen wurde, entspricht durchaus den Tatsachen, meine Herren. Und vergessen Sie nicht, meine Herren, Niederwendig ist außerdem Sitz einer unteren Verwaltungsbehörde. Das ist Oftau 3 Trott. Ein Mittelschuld, die hat mir nämlich auch noch. Das hat ihr in Obermännisch alles mit, damit er das SWS. Jetzt wären sie größenwahnsinnig, die Niedermännischen 3-4 Zähre. Ich habe das wohl gehört, mein Herr. Ich bin gegen lästerlichen Anmerkungen nicht angebracht. Bedenkt man doch einmal, wie viele Bürger aus Obermännisch in Niedermännisch Lohn und Brot finden. Ist ja schon jo, ich soll ja gar nichts mehr. Oder so Spaß, Herr Weinfuchtner. Also, meine Herren, mal nicht so hitzig. Aber ich möchte Sie jetzt fragen, wer unterstützt denn meine Idee? Wir werden statt die erste im jungen Rheinland-Pfalz. Wer dafür ist, der hebe jetzt hier die Hand. Oh ja. Ja, okay. Fast. Das sieht ja relativ einstimmig aus. Gibt es denn auch Gegenstimmen? Hier. Ich habe das gehört, Chris. Da halte ich endlich raus. Was erzählt das? Wie hast du dir das dann vorgestellt? Wie soll das dann hören? Meine Herren, ich bewege das Meine in Lach und in Trier. Und unser Amtsbürgermeister, Herr Dr. Freisfeld, der setzt sich mit der Staatskanzlei in Mainz in Verbindung. Direkt. Das ist doch wunderbar. So tun wir das. Nettes, und auch Mainz hat die Rührt einfach so. Der eine soll zu, der andere soll zu. Was sollen die Leute denn so? Was soll das Gerede? Natürlich sagt der eine so und der andere sagt zu. Der ein sort und der andere sort, er sort und sei sort, du sort, sei hat die sort, so dann sei das er das sort, dann sei das sort, dann die das sort, die sort. Herrgott, helf mir! Jetzt hahl es die Maul. Daumheel, der Dr. Freisfeld hat recht. Wenn mir alle zusammenhelfen, dann gehört er doch. Ich sei immer gespannt. Schliebe ich doch. Oder spiel ein bisschen Euro, bist du her? Spar dir das Gelästern, du Schlauchschwätzer. Was ist, das ist der Obermännischer. Und now, halt dich endlich raus. Hahl einfach mal die Maul. Ja. Niedermännisch führt statt. Die Idee muss gefeiert werden. Luise, bring uns da einen Hund Schnaps auf. Das ist meine gute Idee. Tja. Und jetzt wurde diskutiert. Wir kommen vom Hundertstel auf den Tausendstel. Ungeplant, Wurscher. Nein, die können nicht schon alles getan. Der Herren hat sich jenseits mit Ideen verloren. Ein Rathaus, die rechte Glocke spielen. Straßen waren wir auch nicht schlecht.
und wie die Stadt für die Stadt gehört, wir können doch Theater bauen. Oder repräsentative Stadtteil. Und einer hat sich ja im Moment ein Museum für die Basare. Das wäre auch nicht schlecht. Hätten die noch eine Stunde weiter rumgesponnen, dann sehen die den Mensch heute aus wie Kleberli. Dem Overman hier hat schon ohne Glüht. Der war schon unabhängig am Schlüten. Dann bin ich auch ein Chauffeur anstatt Bürgermeister. Die Yes, die wurden lange Schwanz. Den hat sie bis heute mit. Doch sollst sich doch raushalten. Doch nerven sich. Da denkt der Ostmann an. Mir Birkenstab, nicht ihr da oben. Danke, Rüdiband. Leute, das ist es soweit. Die Gruß kommt zur Schnappenhöhe. Ihr Mensch in Stadt, ich muss lachen. Wenn mir Kellbach einfach nur mal richtig anstauen und lassen den auf einmal aufladen, dann ist auch die drei Fehler zählen und ich bin hier. Wieder Mensch in Stadt. Ich kann den Vorschlag unseres Pfarrers nur unterstützen. Mendig soll Stadt werden. Die erste im jungen Rheinland-Pfalz. Und, das verspreche ich Ihnen, ich werde in meiner Funktion als Amtsbürgermeister das Notwendige in Mainz veranlassen. Super. Aber alle, Anne Müllestein habe ich nicht da. Anne Müllestein, guck erst an. Doch, Müllestein muss nach Papa werden. Wenn Müllestein wieder Alfred kann. Was willst du dann? Nur weil du Müll hast? Dann hab ich auch ein Zimmermannsbein in den Wappen drin lassen. Käse, zu mir stört erstmal in so Stadtwappe ordentlich der. Genau. Ja. Hier. Ein Amtsschimmel wäre nicht schlecht. Seid mal schon schön raus. Es genügt jetzt mit Ihren Amtsschimmeln. Außerdem hat das Land Niedersachsen bereits einen Amtsschimmel. Wie wäre es mit dem pfälzischen Löwen? Der erste Pfalzgrafen residiert schließlich hier bei uns am Lacher See. Oh, das sieht bestimmt schön aus. So ein dicke, fette Löwe. Ja, da kann ich mir vorstellen. Nein, meine Herren. Das Wappen sollte in der Mitte unsere schöne Pfarrkirche zeigen. Das wäre mir sehr, sehr recht. Nett, Vater, das meinst du, dass wir wollen einfach versuchen? Bleiben Sie doch bitte sachlich, Herrschaften. Wir haben doch schon gute Vorschläge. Die mächtige Basaltindustrie dargestellt mit unserem Müllstein. Dann den pfälzischen Löwen. Das kuhdreherische Kreuz. Drei Symbole der Macht für Mendig. Gibt es noch weitere Vorschläge? Ich weiß etwas. Für BFAS. Ganz aber lassen Sie doch nicht über ernsthafte Diskussionen. Herr Lohnau. Lass uns doch einen Skiz machen. Wer kann da gut zeichnen? Dauert es? Nein, Herr Müller auch nicht. Ich kann da auch Holz verarbeiten. Die Herren hat schon gedruckt. Zeichnen? Ich habe keine von denen. Freihand schon ja nicht. Und dann ist natürlich Alfred, nur der Endfall hat. Vorerst. Der Rolljungs sitzt ohne einen alten Fahnen in der Wirtschaft zusammen. Den könnte man fragen. Rolljungs, das ist eine wirkliche Idee. Rolljungs, komm uns hoch, wir brauchen dich nach oben. Soll ich anstreichen? Oh mein, ihr Sunder! Hey, komm uns hoch, hör dir ein Stück hier. Oh, ja, cool. Das ist der Malermeister Josef. Ja, der ist wir denken aber alle nur Rolljungs. Oh, ja, das ist ein schöner Rolljungs. Ja, Alfred, es ist gut. Wir alle kennen den Meister Blum. Er ist überall wegen seinen aufgerollten Wandmustern bekannt. Alfred, hör es. Wer den Rolljung nicht kennt, der hat die Welt nicht verbunden. Genau. Herr Blum, sind Sie in der Lage, hier und jetzt eine Skizze zu zeichnen? Warum gerne dann, Herr Freisfeld? Herr Dr. Freisfeld, so viel Zeit muss sein. Herr Dr. Freisfeld. Nichts für ungut. Sie müssen uns in aller Kürze eine Wappenidee skizzieren. Mit einem Mühlstein für unsere mächtige Basaltindustrie. Mit dem kurtrierischen Kreuz für unsere Kirche. Und natürlich auch mit einem Löwen für die Pfalzgrafen. Ja, warum nicht?
kann mit dir mal versöhnen, aber ich habe keine Bewegung, kein Zeichenroll dabei. Das ist kein Problem. Luise! Bring uns das! Du hast ein Fischkapett hoch und ein Wachskrei. Aber warum nicht? Ich bin mal gespannt auf den Entwurf. Komm rein. Nee, ihr könnt beim besten Willen der Tände. Ich brauch dafür mein Bo. Dann jagen wir in den Pösch und doppel dich. Und zwar nur jeden Mittag essen. Ja, aber schon so spät, oder? Heute noch. Da ging der Morgen jetzt schön vorbei. Alle waren gespannt, ob der Rollenjuck jetzt zustande kommt. Und während der in der Küche am Schaffen war, haben die Herren sich noch nur eine Troppe gehört und fingen die Laut an zu sinieren. Also zu spielen ist logisch, ne? Wofür sie aber wieder anfangen konnten, noch mehr Struss zu schwätzen und noch mehr verrückte Dinge zu durchkommen, dann kommt der Rollenjuck in den Treppchen rauf in Stüffchen. So, Leute, heute wäre mein Vorschlag für schöne Wappe für Niedermensch. Das ist jetzt modern, mein Vorrat. Ja, das ist Kunst, Jörn. Das geht doch. Das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was die Herren wollen. Was meint ihr, Leute? Sind doch schön. Leck mich doch am Arsch. So ich drücke mir meine Frösche habe, dann ist euch nichts Neues, sondern normal ist eure Wappe doch selber hier, Husigerin. Tja, der Rollium seine Idee kam auch in den Handymensrat, auch ein Idiot haben. Deswegen hat der Stadtbab hier heute und wisst ihr alle schon raus, ne? So, die hohen Herren haben dann ganz stumm zusammengesessen und sich beraten. Dann seien sie alle heimgegangen. Und ihr Leute, seitdem wird bei vielen Familien in dem Mensch sonntags, mittags nicht für 1 Uhr gekocht. Wisst ihr was? Wir singen erst jetzt ein Rätsel. Und ihr Leute, ihr könnt auch mitsingen. Lustig, stiller, wenn ihr Hümmelchen seid. Ihr darf mit Seewasser euch schlafen rein. Gesund am Herz, an Leben und an Lung. Ihr seid große Mutter, ihr allerbeste Jung. Lustig, stiller, wenn ihr Hümmelchen seid. Aber die Männer da tatsächlich euch. Mit Stadt und so. Ja, wenn das so verliert. Jetzt halt ich vielleicht so. Ey, Hühner es. Ich glaube, die drei Viertelzähler Männer da tatsächlich euch. Wenn das so verliert und die kleinen da hin mit Stadt und so, dann haben sie den Next und am Auge werde ich entkassiert. Ja, tschüss. Alle das Programm geschrieben. Wir haben öfters die Gelegenheit gehabt, bei ihm zu proben, bei Wasser und Bier. Ja. Deshalb, Hans, bitte ich dich mal kurz auf die Bühne. Hans, in deiner neuen Kneipe, die du jetzt bewirtschaftest, habe ich gesehen, da hängen einige alte historische Bilder von Mendig, Niedermendig, Obermendig auch. Aber speziell für dich als Niedermendiger habe ich ein Luftbild organisiert aus dem Jahr 1958. Ohne dein Alter zu verraten, da warst du 4 Jahre alt. Im Original ist es ein Luftbild, eine Negativaufnahme in 1:12.000, ganz habe ich vergrößert. Wir haben jetzt einen ungefähr Maßstab zu 1:46.000. Ich zeige es mal gerade. Es zeigt hauptsächlich Niedermendig. Und ich denke, das findet einen schönen Platz hier. Leider besser. Vielen Dank.
weiteren haben wir noch für Wolf Luise. Pardon. Noch ein paar kalte Tränke von dem Langweiligen und natürlich für dich. Zum Ende des 13. Menjamundatabends möchten wir, die Prinzenherren Mennig, uns nochmal bei allen Mitwirkenden bedanken. Ihr habt ein wunderschönes Programm auf die Bühne gezaubert. Ich denke mal, da seid ihr unserer Meinung.